Der Inhalt der Zauberflöte. Die Zauberflöte bringt uns in eine Welt voller Geheimnisse. Und während wir noch staunen, läuft ein Mann auf die Bühne, Prinz Tamino. Er wird von einem Schlangenungeheuer verfolgt. Aus Erschöpfung oder Furcht fällt er in Ohnmacht. Das Untier aber wird gerade rechtzeitig von drei Damen getötet, die den hübschen Tamino kurz betrachten und davon eilen, um ihrer Fürstin, der Königin der Nacht, Bericht zu erstatten. Als Tamino erwacht, findet er die tote Schlange und er bemerkt eine seltsame Gestalt, Papageno. Ihr Vogelfänger bin ich ja stets lustig, heiße Hopsassa. Ich Vogelfänger bin bekannt bei alt und jung im ganzen Land. Tamino dankt ihm für seine Rettung und Papageno lässt ihn in dem Glauben, er hätte das Untier getötet, was ihm gleich darauf leid tut, denn die drei Damen versperren seinen Mund mit einem goldenen Schloss. Tamino hingegen bringen sie ein Medaillon, das Porträt von Pamina, der Tochter der sternenflammenden Königin. Tamino ist hingerissen. Als ihm die Damen erzählen, dass Pamina entführt wurde, ist er sofort bereit, sie zu befreien, obwohl er sehr erschrickt, als Donna, die Königin der Nacht, ankündigt. Sie schildert klagend, wie Pamina geraubt wurde, und sie verspricht Tamino die Hand ihrer Tochter, falls er sie befreien könne. Tamino will sofort losziehen, aber auch Papageno braucht Hilfe. Gut für Papageno, dass er Tamino begleiten soll, denn nur deshalb nehmen ihm die drei Damen das Schloss ab und sagen ihm, was er zu tun hat, was Papageno gar nicht gut findet. Die Königin lässt den drei Befreiern zwei magische Werkzeuge übergeben. Tamino erhält eine Zauberflöte, Papageno ein magisches Glockenspiel. Außerdem verspricht sie, dass drei Knaben sie begleiten werden. Währenddessen hat Pamina versucht, davonzulaufen. Monostatos und seine Sklaven haben sie gerade noch erwischt. Tapferes Mädchen, erschöpft fällt sie in Ohnmacht. Genau in diesem Moment taucht Papageno auf. Mädchen, jung und fein, viel weißer noch als kleine. Das ist der Teufelsi, herrlich. Monostatos läuft weg und Papageno erzählt Pamina, dass ihre Mutter ihn und einen Prinzen geschickt hat, um sie zu befreien und dass der Prinz sie liebt. Die beiden machen sich auf, um ihn zu finden. Währenddessen wurde Tamino von den drei Knaben zum Eingang von Sarastros Tempel gebracht. Sie geben ihm gute Ratschläge und lassen ihn alleine. Ein wenig unheimlich ist dem guten Tamino, doch er weiß ja, weshalb er gekommen ist. Er will in den Tempel. Aber er hat kein Glück. Erst als er zum dritten Mal klopft, kommt ein Priester, der mit ihm über Sarastro spricht. Ob Pamina noch lebt, sagt er nicht. Das verrät ein Chor von Geistern. Dankbar spielt Tamino auf seiner Flöte.
Die wilden Tiere kommen und tanzen zu seiner Musik. Da hört er Papagenos Flötlein. Ah, das ist Papagenos Ton. Vielleicht sei Pamina schon, vielleicht heilt sie mit ihm zu mir. Dummerweise läuft er in die falsche Richtung, denn kaum ist Tamino weg, kommen Pamina und Papageno und Monostatos, der ihnen dicht auf den Fersen ist. Die erste Bewährungsprobe für das magische Glockenspiel. Und siehe da, Monostatos und alle seine Sklaven tanzen davon. Aber schon naht die nächste Gefahr, Sarastro. Pamina gesteht, dass sie fliehen wollte. Dann sieht sie, wie Tamino hereingebracht wird. Die beiden fallen einander um den Hals. Sarastro lässt es zu. Er hat ja gewollt, dass sich die beiden kriegen. Aber erst müssen Tamino und sein Begleiter Papageno geprüft werden.